Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Enduro René. Ja, mal wieder aus der Garage. Ja, und heute gibt es mal ein kleines Fazitvideo zum Himiway. Und im kleinen Vergleich mit diesem Riesen Müller Fahrrad, wo ich ja auch meine Erfahrungen mit habe. Und ja, teile euch jetzt mal meine Erfahrungen hier mit. Grundsätzlich muss ich erstmal sagen, die Qualität des Himiway ist gut. Der Rahmen ist gut verschweißt. Das macht alles einen guten Eindruck. Ein paar Sachen habe ich allerdings getauscht, wie ich habe eine bessere Lampe dran gebaut, einen anderen Vorbau, eine andere Sattelstütze, habe das Fahrrad halt für mich konfiguriert, an mich angepasst, an meine Größe. Ich bin ja doch ein bisschen größer. Wer ein bisschen kleiner ist, der kommt doch mit der originalen Sattelstütze klar. Ja, und dann habe ich natürlich noch ein paar technische Änderungen gemacht, das habt ihr mitbekommen. Erstmal das Rad so gemacht, dass ich da halt einen anderen Akku auch anschließen kann. Also an dieses Himiway-System gehen auch 58 Volt Akkus ran. Der Controller kann diese etwas höhere Spannung ab. Das ist kein Problem. Da, das habt ihr ja auf der Wintertour gesehen. Hat ja da gut durchgehalten. Also das ist kein Problem mit dem Controller. Könnt ihr ruhig 58 Volt Akkus dran machen. Und damit erhöht er ja dann die Reichweite. Und braucht denn auch nicht unbedingt original Himiway Akkus kaufen. Könnt ihr euch auch andere holen. Funktioniert super. Ja, und mein Tipp an euch wäre noch, baut euch wie gesagt eine andere Kassette dran, die ich euch verlinkt habe hier. Die ist sehr gut für Berge. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist alles sehr stabil. Der Gepäckträger ist stabil. Der Rahmen ist sehr stabil. Bis über 200 Kilo belastbar ist das Fahrrad, also über 200 Kilo zulässiges Gesamtgewichtchen aus. So ist es richtig. Und ja, die Bremsen sind auch sehr gut. Das sind hier Tektro-Bremsen, hydraulische. Die sind sehr gut. Also ist auch ein Markenhersteller hier, Tektro. Da haben sie wirklich hochwertige Sachen verbaut hier. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Fatbike-Räder für schlechtes Gelände sehr gut geeignet. Habt ihr gesehen, wo es richtig schlammig wurde. War echt gut. Und ja, den Spiegel, so einen Spiegel kann ich euch auch empfehlen. Macht auch Sinn. Ist deutlich, hat man deutlich, ist ein deutliches Sicherheitsplus. Und ja, die Sattelstütze ist ein Komfortplus. Also super, braucht auch kein gefedertes Fahrrad. Zumal ich auch, wenn ihr einen Wohnwagen ziehen wollt, braucht man nicht unbedingt ein voll gefedertes Fahrrad wie das Riesen Müller hier. Das ist ja das Super Delight, genau, und das ist voll gefedert. Ist auch ein bisschen schlechter Vergleich, jetzt dieses Fahrrad mit dem zu vergleichen. Eigentlich hätte man aus der Riese Müller Palette das Multicharger nehmen sollen. Das ist ähnlich wie das, und zwar nur, das hat nur eine Federgabel vorne. Ich kann euch das hier mal einblenden, das Multicharger von Riese Müller. Wie gesagt, das ist auch nur vorne gefedert, hinten nicht. Und das ist, würde ich sagen, idealer, um einen Wohnwagen zu ziehen. Wie gesagt, die Vollfederung habe ich immer gesperrt gehabt. Das kann man hier machen, weil die bringt eine unnötige Bewegung ins Fahrrad und dann auch in den Wohnwagen. Das überträgt sich und es ist besser, wenn das starr ist. Ja, aber trotzdem kann ich es ja ein bisschen vergleichen hier. Und da wäre erstmal zu erwähnen, dass der Bosch-Motor doch ein bisschen robuster ist wie der Bafang-Motor, der hier am Himiway verbaut ist. Habt ihr mitbekommen, bei dem kleinen Bergtest ist er schon defekt gegangen. Und ja, da ist doch der Bosch-Motor robuster. Habt ihr auf den ersten Touren mitbekommen, ich kann es hier nochmal verlinken, die erste Brockentour, bin ich ja hochgekommen mit dem Fahrrad hier. Gut, da ist die Schaltung kaputt gegangen. Aber der Buschmotor hat durchgehalten. Ich war ja dann auch noch in Kassel, bin da auch hochgekommen. Da waren auch gewaltige Steigungen bei. Also dagegen war das Stück, wo ich je getestet habe, lächerlich. Das war nicht doll hier. Und da ist der Buschmotor, der hat ja die Nase vorne, der ist doch ein bisschen robuster. Ist zwar auch schon heiß geworden da bei Kassel, aber er hat durchgehalten und ist nicht kaputt gegangen. Was ich euch aber empfehlen kann, wenn ihr diese Kombination nehmt und einen Wohnwagen ziehen wollt, verbaut euch die Roll-Off-Schaltung. Weil das ist der Nachteil, diese Enviolo-Schaltung ist mir ja zweimal kaputt gegangen hier am Fahrrad.
Die kann ich nicht empfehlen, wenn ihr einen Wohnwagen ziehen wollt. Und die ist wohl auch bei anderen kaputt gegangen, obwohl sie nicht mal einen Wohnwagen gezogen haben. Ja, kann ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr euch hier so ein hochwertiges Fahrrad holt, dann macht es mit Rohloff und am besten noch mit dem Riemen. Der Riemen ist auch super. Gerade wenn ihr einen Mittelmotor habt, weil der Mittelmotor zerrt ja mehr an der Kette, dann empfehle ich euch einen Riemen. Ja, und hier so ein Hinterradmotor, der entlastet ja die Kette. Mal gucken, wie lange die hier hält. Bin ich mal gespannt. Ja, und ich habe jetzt hier Stahlritzel verbaut an dem Motor. Also den Motor nehme ich jetzt als Testmotor her. Da sind jetzt, wie gesagt, Stahlritzel verbaut, weil mir sind ja diese Plastikritzel kaputt gegangen. Habt ihr ja in dem Reparaturvideo gesehen. Kann ich ja auch nochmal verlinken. Da seht ihr dann mal, wie der Motor innen aussieht. Und ja, jetzt kommen wir gleich mal zu einem Vorteil bei diesem System hier. Denn das Bosch-System ist ein geschlossenes System. Da kann man kein Solar jetzt anschließen. Das geht nicht. Kann ich euch gleich sagen, das geht nicht. Und es sei denn, man baut sich da selber ein Ladegerät. Den kann man es machen. Aber ein direktes Laden während der Fahrt ist hier nicht möglich. Wie gesagt, ein geschlossenes System. Auch reparaturmäßig denke ich mal nicht so einfach wie hier drüben. Und das ist der große Vorteil. Hier bei dem System ist zwar nicht so robust, dieses Beifangsystem, dieser Hinterradmotor, aber das System ist offen. Ihr könnt hier, wie gesagt, auch einen anderen Akku anschließen. 58 Volt funktionieren sogar. Ihr könnt hier problemlos während der Fahrt über Solar laden. Das ist gar kein Problem. Weil ihr hier, wie gesagt, an das System rangehen könnt. Und der Motor, habt ihr auch bei dem Reparaturvideo gesehen, ist sehr einfach zu reparieren. Und man kann sich Stahlritzel reinmachen. Wie lange die halten, weiß ich natürlich nicht. Da bin ich jetzt noch in der Testphase. Werdet ihr dann mitbekommen. Und das ist hier ein Vorteil. Leicht zu reparieren. Man kann externe, andere Akkus anschließen. Man kann während der Fahrt über Solar problemlos laden. Müsst ihr natürlich auch ein bisschen was beachten. Mache ich auch nochmal ein extra Video. Oder falls ich es schon gemacht habe, verlinke ich es hier. Ansonsten kommt dazu nochmal ein extra Video, wie das hier genau geht. Ja, und wie es auch hier ein bisschen funktioniert. Hier kann man halt dann bloß laden, wenn man denn schon steht. Ja, dann geht es auch über Solar mit so einem eigenen Ladegerät. Weil man muss das BMS bei den Akkus erst aktivieren und dazu braucht man 5 Volt Hilfsspannung. Soweit sei, das sei schon mal verraten. Ja, und hier ist das halt einfacher möglich. Das ist ein großer Vorteil und halt dieser, dass man es einfach reparieren kann, das ist auch toll. Finde ich gut, weil wenn so ein Ritzel mal bricht, wie es mir ja passiert ist, dann kann man ganz einfach auf der Tour, kann man das ganz einfach reparieren. Es sind ja bloß 5 Schrauben und schon hat man den Motor auseinander. Tauscht das Ritzel aus, was kaputt ist, und dann fährt man weiter. Das wird hier deutlich komplizierter, kann ich euch sagen. Ja, okay. Was gibt es sonst noch zu sagen? Schaltungstechnisch, ja, ist das Fahrrad hier auch ein bisschen im Nachteil gegenüber dem, weil das halt natürlich die super Rohloff-Schaltung verbaut. Die hat ja ein ganz breites Übersetzungsverhältnis. Damit kommt man noch so einen steilen Berg hoch. Also das ist wirklich das Nonplusultra. Hier ist natürlich bloß eine relativ einfache 7-fach-Schaltung verbaut. Aber die ist auch nicht schlecht. Also hätte ich mir jetzt auch schlechter vorgestellt. Aber es ist halt Shimano-Marke und das merkt man. Das schaltet sehr gut. Und mit dem Ritzel, was ich hinten drauf habe, hat es auch ein ganz gutes Übersetzungsverhältnis. Natürlich nicht vergleichbar damit. Aber man muss natürlich auch sagen, dieses Fahrrad hier, ich habe gerade mal mir die Preise angeschaut. Das Fahrrad kostet um die 10.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ist ja Wahnsinn. Und das Fahrrad hier kostet in der Basisversion 2.300 Euro. Das muss man immer bedenken bei sowas. Ja, wenn man das hier vergleicht, kann man eigentlich nicht vergleichen. Ja, aber wie gesagt, wenn man es denn doch mal macht wie ich hier, muss man diesen Preis auch immer im Hinterkopf haben. Und für 2.300 Euro kann ich nicht meckern. Klar, ich habe noch ein paar Verbesserungen gemacht, wie mit der Sattelstütze, den Vorbau, das Licht. Also ich denke mal, ich bin hier so bei knapp 3.000 Euro jetzt gelandet, an den, was ich hier alles reingesteckt habe, also in der Summe. Und das ist trotzdem immer noch eine kleine Preisdifferenz zu dem hier, beziehungsweise blende ich euch mal den Preis vom Multicharger ein, weil das ist ja
dürfte man eigentlich nicht vergleichen, weil es voll gefedert ist. Und diese Vollfederung kostet natürlich auch nochmal extra Geld. Das Multicharger blende ich mal ein. Mal gucken, was das kostet. Das kostet bestimmt auch 7.000 Euro mit der Rohlaufschaltung, schätze ich mal. Okay, fällt mir sonst noch was ein? Was mir noch auffällt, die Gabel, die hier verbaut ist beim Himiway, ist jetzt natürlich auch nicht so die hochwertigste. Ja, also das muss man auch wissen. Und was auch nachteilig ist, klar, durch die fetten Räder, durch den stabilen Rahmen ist das Rad auch ein bisschen schwerer als das Fahrrad hier. Ja, das wiegt jetzt, glaube ich, hier so, weiß ich jetzt nicht genau, 33, 34 Kilo in der Grund-, in der Basisversion. Und das hier so 6, 27. Ja, wie gesagt, der Rahmen ist hier ein bisschen stabiler. Und die dicken Reifen, die wiegen natürlich. Dadurch ist es ein bisschen schwerer. Allerdings hat es auch einen 1000 Wattstunden Akku drin. Und das hier ja auch. Also diese Daten sind dann wieder gleich. Allerdings hier auch das Licht in der Grundausstattung auch besser. Aber wie gesagt, das kommt natürlich auch resultiert aus diesem sehr hohen Preis. Ja, der kommt ja von irgendwo. Klar sind hier höherwertige Komponenten verbaut. Auch die Bremsen sind hier besser. Die Gabel ist natürlich richtig gut. Das ist eine Fox-Gabel hier. Die federt auch richtig gut. Also das ist schon sehr, sehr hohe Qualität und sehr, sehr gute Komponenten, die hier verbaut sind. Ja, okay. Was denn noch ein Unterschied bei den beiden Fahrrädern ist, ist, hier hat man eine Drehmomentunterstützung. Das heißt, das ist für mich ein schöneres Fahren, muss ich sagen. Also die Kraft richtet sich danach, wie viel Kraft ich als Mensch auf diese Pedale aufbringe hier, wenn ich trete. Und dementsprechend unterstützt der Motor. Ist ein schöneres Fahren, ist mehr, das ist mehr wie wirklich nur, also das kommt dem normalen Fahrradfahren am nächsten. Der Motor unterstützt halt, je nachdem wie doll ich auf die Pedale hier drauf trete. Und das ist hier anders. Hier braucht man nur die Kurbel drehen und schon geht die Unterstützung an. Da ist ein Sensor, der misst halt, ob die Kurbel sich dreht und dann geht der Motor an. Und da kann man halt ein paar Stufen einstellen, wie stark der Motor halt unterstützt, obwohl beim Original Himiway Controller halt nicht. Das war für mich der größte Nachteil. Der hat immer volle Leistung gemacht, egal in welcher Stufe. Und die Stufen beim Original Himiway Controller haben immer bloß bis zu einer gewissen Geschwindigkeit unterstützt. Stufe 1 meinetwegen 10 km/h, Stufe 2 13 km/h, Stufe 3 17 km/h. Aber immer mit der gleichen Leistung. Das war für mich ein großer Nachteil. Also ja, das ist halt an dem günstigen Preis geschuldet. Da müsste man denn das Modell von Himiway nehmen, das Cobra. Das ist auch voll gefedert wie das hier. Und das hat eine Drehmomentsteuerung, eine Drehmomentunterstützung. Das richtet sich dann auch danach, wie doll ich auf die Pedale trete. Und danach dementsprechend gibt der Motor die Kraft zu. Hier leider nur mit einer Kurbelumdrehung und immer 100%. Das ist Nachteil, deswegen habe ich auch den Controller umgebaut. Jetzt kann ich da auch die Leistung einstellen. Und jetzt ist das auch ein richtig schönes Fahren hier. Ja, und wenn ich will, kann ich da richtig Gas geben. Habt ihr ja gesehen in dem Reparaturvideo. Wenn ich möchte, kann ich da 1500 Watt einstellen. Ja, aber das mache ich natürlich mega selten. Eigentlich so gut wie gar nicht. Nur mal zu Testzwecken hatte ich das gemacht. War auch nicht beabsichtigt von mir. mir solchen Controller zu holen, das hat mir halt der Gero empfohlen. Und er hat sich herausgestellt, ui, das Ding hat ja gar nicht viel Leistung. ja, also das wäre noch ein Nachteil hier, diese Steuerung des Motors. Ja, aber wie gesagt, ansonsten die Qualität bin ich mit zufrieden. Und wenn ihr so eine Drehmomentunterstützung haben wollt und nicht so viel Geld ausgeben wollt wie hier bei dem Riese Müller, dann holt ihr euch das Himiway Cobra, das hat das halt. Ja, und da könnt ihr euch auch Videos im Netz zu angucken. Haben ja auch schon Leute getestet, das Fahrrad, wie das denn ist, wie sich das wirklich schlägt. Ob das jetzt gut, richtig gut ist, kann ich natürlich auch nicht sagen. Was hier noch ein Vorteil ist, dass ich über das Display, auch über das Original Himiway Display, gewisse Motordaten ändern kann. Zum Beispiel die Geschwindigkeit, also wie lange der Motor unterstützt. Das kann ich hier wiederum nicht. Und das ist auch eine feine Sache, beziehungsweise wie gesagt, ich kann jetzt mit dem, was ich ja nachgerüstet habe, mit dem KT-LCD-3-Display, da kann ich noch mehr Daten rauslesen und einstellen, die Leistung des Motors sogar einstellen, das ist richtig top. Ja, das war jetzt noch ein Vorteil hier.
Okay, meine Lieben, ansonsten fällt mir jetzt erstmal nicht mehr ein. Wenn ihr noch Fragen habt hier zu den Fahrrädern, ab in die Kommentare damit. Als abschließendes Fazit kann ich sagen, ich bin mit dem Himiway zufrieden und ich würde es für Leuten empfehlen, die wenig Geld haben, die können es als Ganzjahresfahrrad hernehmen. Und wer jetzt finanziell besser bestückt ist, als Hauptfahrrad vielleicht sowas hat oder ein Liegefahrrad hat, für den kann ich das Fahrrad als Winterfahrrad empfehlen. Das ist halt robust, hat einen stabilen Rahmen, hat die breiten Reifen und du kannst im Winter dann halt auch mal rausfahren, wenn wirklich nasses Wetter ist, wie ihr gesehen habt auf der Wintertour, nass, schlammig, da ist das Fahrrad genau richtig aufgehoben. Beziehungsweise, wie gesagt, wer wenig Geld hat als Ganzjahresfahrrad, beziehungsweise wenn ihr 400 Euro mehr ausgeben wollt, holt euch das Cobra, da habt ihr den Drehmomentunterstützung und auch eine Vollfederung. Ja, das wäre so mein abschließendes Fazit zum Rad hier. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, das soll es mit dem Video hier gewesen sein, mit dem kleinen Fazit und kleinen Vergleich hier. Ich würde sagen, fahrt selber raus, macht euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Enduro.